Guten Tag, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen bei Flo und... Flo. Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Yu-Gi-Oh! Kartenspiels. Heute sind wir wieder am Start. Ich bin ein Flo, aber was ist besser als ein Flo? Zwei Flo. Das ist so schlimm. Also das bleibt drin. Ah, das ist jetzt unser Intro für dieses Video. Ja. Hallo Flo! Hallo Flo! Hallo Mario! Freut mich deine Bekanntschaft. Und wir haben heute, genau, prominente... Besuch. Prominenten Besuch. Genau, Mario ist mit am Start. Ja. So, dieses Video, ihr habt es sicherlich schon gelesen. Das ist unser Programm für den kommenden Stream, wenn wir dann endlich die Tausender erreicht haben. Ist ja jetzt nicht mehr so lang. Zum Glück, also ich muss ja sagen, wir hatten zwischenzeitlich immer so das Gefühl, nachdem ich den April-Scherz gemacht habe, sind jetzt die Leute weggelaufen, weil ich glaube, wir haben, entweder haben es die Leute geglaubt, dass wir aufhören oder nicht. Also ich glaube, das ist das Video mit den meisten Dislikes. Ja, ich weiß, mit den meisten Dislikes, aber komm. Und es war ein Scherz, es war ein Scherz. Natürlich war es. Er wusste von nichts, aber er fand es lustig. Was auch noch ziemlich gut ist bei unserem, bei dem Unboxing, was ich ziemlich cool finde, wir hatten ja erst ein Dislike relativ früh und der ist dann weg gewesen. Wir haben jetzt komplett nur noch Likes. Ja, aber pff, das ist... Gut, das ist jetzt... mal am Rande gesagt. Dies ist eine andere Geschichte. Genau. Wer sich unser letztes Video angeguckt hat bezüglich der Gewinnspielauslosung zu unserem 500 Abonnenten-Special. Ja, 500. 500? Das war auch so lustig. Die Kommentare übrigens. Ey Jungs, jetzt habt ihr schon 750, nachdem wir halt das 500er-Video gemacht haben. Das war ja dann im Grunde unser inoffizielles 750er-Special. Und jetzt sind wir bei 1000. Fast. Genau. Und wir haben ja innerhalb des Streams angekündigt, innerhalb des Videos, dass wir einen Stream machen wollen für die Tausender. Und jetzt stehen wir eigentlich ungefähr, lass mich mal schauen. 960 oder was? Bei 900 schießt mich tot, ich weiß es gar nicht. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt ganz knapp an den 1000 dran, beziehungsweise ganz dicht dran. Ja, okay. Und deswegen einfach mal ein Programm vorstellen, weil wir werden kein klassisches Video machen, sondern wir werden halt einen Stream machen. Wo wir dann halt... 967 sind wir aktuell. Genau, wir haben dann halt unterschiedliche Sachen geplant. Wir werden zum ersten Forbidden Memories zocken. Ja, also werden wir so einsteigen. Wie gesagt, das Ganze ist erstmal so, was wir uns überlegt haben. Genau. Weil wir wollen halt natürlich so nah wie möglich an Yu-Gi-Oh! Dranbleiben. Es ist halt unser Ding. Mhm. Aber gut, da kommen wir jetzt gleich dazu. Also du hast gesagt Forbidden Memories, wir werden ungefähr so eine Stunde bis anderthalb Forbidden Memories spielen. Je nachdem, wie gerade das bei euch das Interesse da ist, denn das ist das Schöne an dem Stream, ihr seid live mit dabei und könnt dann halt auch jederzeit mit uns schreiben. Wir schreiben dann natürlich auch mit euch. Klar. Oh. Und im Grunde ist das dann so eine riesengroße Spielrunde, wo wir dann halt mit euch zusammen Spaß haben. Ja, genau. Also wir haben uns von Forbidden Memories entschieden, weil wir hatten das schon... Wir haben schon drei Videos auf dem Kanal und dachten, hey komm, warum nicht einfach weitermachen, weil das ist eigentlich sonst eine Karteileiche, die wir nicht einfach auf dem Kanal haben möchten. Es gab jetzt auch in letzter Zeit wieder mal Leute, die nachgefragt haben. Wir haben auch ein paar Nachrichten bekommen, dass ihr halt tatsächlich da noch Bock drauf habt. Deswegen werden wir da Forbidden Memories im Stream wieder wiederbeleben oder reanimieren, wie auch immer. Und dann wird das Format natürlich auch weitergeführt. Korrekt. Ja, haben wir Bock drauf. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, andere Yu-Gi-Oh!-Spiele zu spielen. Könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, falls euch davon was interessiert. Ansonsten bleiben wir bei Forbidden Memories. Wir können auch zum Beispiel die Yu-Gi-Oh! Gameboy-Spiele spielen. Ja, Gameboy-Spiele super schlecht sind, die sind aber. Super schlecht. Aber es gibt ja dann auch noch Duelist of the Roses und so. Ja. Also alles Mögliche, schreibt einfach in die Comments, was euch da am besten gefällt. Genau. Und dann das mit euch. Und der nächste Punkt, der ist uns beiden tatsächlich ein Bedürfnis, wir quatschen einfach. Genau. Wir setzen uns hin und reden einfach über uns, wie wir zusammengekommen sind. Mhm. Ja, wie wir ein Flo-Flo-Pärchen geworden sind. wie wir überhaupt zu Yu-Gi-Oh! Gekommen sind, was das eigentlich überhaupt für uns bedeutet, was das Spiel eigentlich für uns ausgemacht hat. Also im Endeffekt, die erste Ausgabe des Flo-Flo-Yu-Gi-Oh!-Podcasts. Ja, je nachdem, ne? Ja. Kann man so sehen. Ja. Ansonsten haben wir noch... Kannst du das lesen, was ich hier geschrieben habe? Battle of the Structures. Genau, Battle of the Structures. Wir hatten das ja mal bereits angekündigt. Wir hatten auch die Structure Decks, Yugi und Kaiser mal ausgepackt gehabt. Aber es ist schon wieder zu lang hin. Es ist leider nie zu dem Battle of the Structures gekommen und das werden wir dann auf jeden Fall nochmal in Angriff nehmen. Und werden uns dann einfach mit den Structure Decks gegenseitig bekämpfen. Das heißt, wir packen die Dinger vor der Kamera mit euch aus und dann gibt es ein Live-Duell zwischen Flo und mir. Oder ganz wie ihr das halt haben wollt, können wir auch mit unseren anderen Decks uns bekämpfen. Ja, wir sind da momentan mit echten Karten nicht so gut aufgestellt, deswegen
Werden wir wahrscheinlich uns mit den weißen Drachen dann bekämpfen, mit dem Oldschool-Deck, kann man so sagen. Vielleicht motzen wir es auch ein bisschen auf, wer weiß. Ja, also ich wollte, dass wir so einen Max-Drachen machen, da bräuchte ich dann. Also, das ist ein paar Karten jetzt. Ja, ich würde dann das Zodiac Blue Eyes. Ich weiß halt nicht, wie momentan das ist. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt irgendwie andere, sagen wir mal, privat haben wir andere Schwerpunkte, wo wir momentan den Fokus drauf haben, finanziell gesehen auch, dass wir uns nicht einfach jetzt wirklich losrennen können. Und so wie damals fürs Blue Eyes, wo wir halt einfach locker 400-500 Euro reingesteckt haben. Das war zu teuer, deswegen. Das ist unfassbar teuer gewesen. Nichtsdestotrotz wollen wir dann auf jeden Fall ein Live-Kartenspiel machen, wo ihr dann zugucken könnt. Wir werden es aber so machen, dass wir nicht wie im Video, dass ihr unsere Handkarten seht, weil sonst wird es ein bisschen blöd. Ja, genau, guck mal, die Hand ablösen! Sondern wir werden halt einfach ein Spiel machen, wo man auf den Boden sieht und dann werden wir noch mit unserer Karte. Hey, du, der hat schon fünf Teile direkt zu dir! Nein! Auf. Nein! auf jeden Fall ist das ein wichtiger Aspekt, den wir auf jeden Fall machen werden. Genau. Und ja, das. Ja, klar. Also dann erwähnen wir halt das hier bitte. Genau, das wäre das, was wir als nächstes mal erwähnen. Wir machen so Mini-Gewinnspiele. Was heißt Mini-Gewinnspiel? Ein riesengroßes Gewinnspiel. Also im Grunde machen wir ein Riesengewinnspiel, aber es besteht aus vielen kleineren Sachen. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich halt haufenweise doppelte Karten habe. Das sind jetzt, glaube ich, bei mir drei große Boxen voll. Dann habe ich noch Tin-Boxen damit voll. Und die würde ich gerne loswerden wollen. Und deswegen machen wir dann so innerhalb des Streams immer mal wieder kleine Verlosungen und hauen dann halt einfach mal ein paar große Boxen raus. Wie diese Pakete aussehen, das werden wir dann nochmal schauen. Auf jeden Fall werden es viele, viele Gewinnspiele sein, weil damit eben nicht immer nur ein, zwei Leute oder so gewinnen, sondern damit halt dann auch mal mehr was abräumen können. Correct. Deswegen über den gesamten Stream verteilt machen wir dann halt so kleine Gewinnspiele, die ganz spontan kommen. Dann wird halt Roulette gedreht und dann suchen wir jemanden raus und der bekommt dann eins der Pakete. Genau, wir wollen das halt einfach, wie gesagt, mit YouTube streamen übrigens, was wir so nicht schon erwähnt haben. Genau, YouTube. Weil ihr seid auf YouTube, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt zu Twitch oder Hitbox gehen oder zu YouNow. Wollen wir nicht machen. Im Endeffekt bleiben wir bei YouTube, müssen mal gucken, wie wir das mit der Technik hinkriegen. Also nicht Technik bezüglich des Streaming, das geht. Da haben wir die Technik auf jeden Fall da. Es geht halt einfach nur faktisch darum, wie wir halt solche Tools einbinden. Aber das sollte eigentlich das Kleinste sein. Das kriegen wir hin. Das ist das Kleinste. Ja. Genau, und dann haben wir uns gedacht, hey, Yu-Gi-Oh! Ist zwar schön und gut, haben wir auch voll Bock drauf. Ich würde das jetzt mitbringen. Okay. Gut, die Reihenfolge ist sowieso, okay, das werden wir gucken, das ist alles noch pro forma und zwar haben wir uns überlegt, ihr kennt uns zwar von unseren Videos, aber ihr kennt unsere Personas aus den Videos. Apropos Persona. Nein, ihr kennt uns aus den Videos und, aber ihr habt bestimmt noch mal Fragen, die ihr uns stellen möchtet oder wollt oder so. Und wir hören ja immer wieder zum Beispiel E-Mails, haben wir gefragt bekommen, hier könnt ihr das Deck machen oder wie sieht's denn da aus? Ihr schreibt uns ja auch in die Kommentare, dass wir das und das gerne mal gesehen hättet, dass ihr gerne wissen möchtet. Von dem her werden wir noch eine kleine Fragerunde machen, wo ihr uns einfach live Fragen stellen könnt. Ich werde sehr diskret antworten, Flo möchte sehr freizügig sein, er hat auch schon gemeint, er würde seinen Körper anbieten. Für den richtigen Preis. Nein, also ich beantworte vieles, aber auch nicht alles. Ja. Aber Fragen kostet ja nichts, ne? Schickt eure heißesten Nacktbilder an Florian@flo. Was? Nein, Moment. Da kriege ich rechtliche Probleme. Ja, vergiss, was er gesagt hat. Er labert Scheiße. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe Scheiße gesagt. Er hat Scheiße gesagt. Aber das ist ja inzwischen okay. Scheiße, du hast Scheiße gesagt. Das F-Wort darf man nicht sagen. Aber du hast es beim letzten Mal auch nicht ausgepiept. Natürlich nicht. Von daher ist es egal. Deswegen ganz vorsichtig, wir sagen das F-Wort nicht. Scheiße. Genau. Und dann gibt's noch Party. Genau, wir machen danach noch, also wir lassen das dann ganz gemütlich ausklingen. Das wäre dann so unser Hauptprogramm, was uns dann wirklich am Herzen liegt. Und dann zocken wir einfach noch mit ein paar Kumpels. Genau. Mario Party oder was halt gerade so also Party Games am Start ist. Wir plädieren ja für Mario Party einfach, wo wir halt Bock drauf haben und jeder zugucken können und sowas. Ja, vor allem das Mario 64. Mario Party 64. Also das ist das beste Mario Party und man kann sich so richtig in die Suppe spucken. Genau. Also das ist großartig. Wir werden auf jeden Fall Partyspieler noch zocken, weil wir halt Bock drauf haben und euch Spaß dran haben. Ja. Oder ja, wir schauen einfach mal, wie das dann ausschaut, weil Nintendo 64 ist jetzt nicht unbedingt streamingfähig. Deswegen, doch, geht alles mit dem Emulator. Ja, wir machen das dann mit dem Emulator, da wollte ich ja gerade hinaus. Wir gucken dann mal, wie wir das mit dem Emulator machen. Und dann werden wir halt einfach irgendwas in die Richtung dann zocken. Ja gut, was heißt Emulator? Ich habe ja diese Auslesestation. Ich weiß gar nicht, wie heißt es. Also die Konsole, ihr kennt das wahrscheinlich, wo man halt einfach sozusagen die alte Konsole hardware-technisch emuliert werden. Eine Konsole in der Konsole. Ja, eine Konsole in der Konsole. Mir fällt der Name nicht ein. Da kannst du alle anderen Sachen noch mitspielen. Auf jeden Fall werden wir das auf jeden Fall schon irgendwie technisch hinkriegen. Und dann ist aber die Frage, wollt ihr das überhaupt sehen? Genau, was wollt ihr? Das ist eine gute Frage. Wir müssen das nur gleichzeitig. So, was? Warte, wir machen das mal. Was wollt ihr? Eigentlich hättest du mit der Hand machen müssen. Na, ist egal. Genau. Ja, ihr dürft entscheiden, was ihr in dem Stream sehen wollt. Deswegen haben wir das Video jetzt gemacht, bevor wir die 1000 erreichen.
dass ihr einfach mal auch noch uns in die Kommentare schreiben könnt, das wollt ihr sehen. Ihr habt Bock auf das, auf das, auf das, auf das, auf das. Ja. Wir können natürlich nicht alles zeigen, weil wir haben eigentlich jetzt mal so eine Streaminglänge von 5 bis 6, 7 Stunden maximal ja, eingerechnet. 5 bis 7 ist so die Tendenz. Entsprechend ist da halt Platz, den wir füllen können, oder wir können auch Dinge rausnehmen und halt austauschen durch Sachen, die ihr sehen wollt. Deshalb schreibt uns, was ihr sehen wollt, und dann können wir gucken, dass wir das irgendwie entsprechend umsetzen genau können. Weil es gibt ja auch zum Beispiel Fragen, können wir mal gegen euch spielen oder vielleicht will ja jemand von euch gegen das uns spielen. Das ist nämlich der Punkt. Weil da gibt es dann auch Möglichkeiten, die man ausloten muss, und das deshalb, wie gesagt, schreibt uns einfach in die Kommentare. Genau, Dawn of the New Era wäre vielleicht noch eine Geschichte. Das haben wir jetzt vergessen zu erwähnen. Naja, wir gucken mal, da haben wir drüber nachgedacht, das hast du ja gesagt, es ist halt Problem bezüglich dem Aufsetzen und dem Gegeneinanderspielen. Da müssen wir einfach mal gucken. Also wir zwei vielleicht nicht gegeneinander, aber gegen euch. Wir zwei gegen euch. Also Flo und Flo versus you, und ihr könnt vielleicht dann was gewinnen, wenn ihr uns bezwingt. Oh, wir haben eh nicht die krassesten Decks. Wir schauen einfach mal, wie wir es machen. Vielleicht bauen wir auch Dawn of the New Era gegen euch ein. Das soll ja später innen ein Format werden, wo wir dann halt jetzt erstmal gucken, habt ihr überhaupt Bock auf Streaming? Und wenn da genug Interesse da ist, dann würden wir auf jeden Fall dann halt auch Dawn of the New Era gegen andere Leute zocken und dann halt natürlich auch gegen euch, ganz wie ihr Bock habt. Aber schreibt uns das einfach mal in die Kommentare, was genau für Format ihr dann halt in dem Stream sehen wollt. Und wir gucken uns das an und werden das eventuell dann mit einbauen, wenn uns das gefällt oder wenn halt genug Leute Bock drauf haben. Genau, das machen wir einfach so. Worauf ihr am meisten Bock habt, das machen wir dann auch. Es dürfte eigentlich dann alles gewesen sein. Ja, wir sind soweit durch mit dem, was wir auf jeden Fall vorhaben. Und jetzt ist es an euch zu schreiben, was wollt ihr haben, was wollt ihr nicht haben. Super Mario Speedrun gegeneinander. Oh ja, so richtig hardcore. Wir können uns auch gegenseitig knechten in Dark Souls. Ja, ja gut, dann würde ich gewinnen. Das sagst du jetzt, das wird sich zeigen. Ja, gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse. Wie gesagt, schreibt einfach rein. Und wir sehen uns dann zum 1000er-Special. Zum 1000er-Special. Hoffentlich. Also, wir werden natürlich noch ein kurzes Video machen, wann das kommt. Das werde ich nochmal auf jeden Fall machen, ein kurzes Infovideo. Das Stream läuft dann, das ist auf jeden Fall, das dürft ihr... Genau, wir machen dann einfach eine kleine Programmdurchsage, wo ihr dann halt alles nochmal aufgelistet ist, seht, was wir genau machen und das Datum, wo wir dann streamen. Weil wir werden es auf jeden Fall auf ein Wochenende verschieben müssen. Auf jeden Fall. Da wir beide jetzt... Also ich schätze jetzt mal, dass es, wenn der Abonnentenverlauf von euch so stetig bleibt, dann in den nächsten 3-4 Wochen. Jo. In diesem Sinne... Bleibt geschmeidig. Und don't do drugs. Sorry. Stay classy, San Diego. Okay, wir sind jetzt raus, jetzt labern wir jetzt weiter Scheiße. Macht's gut. Bis dann und immer schön Wrestling schauen.